Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video um Datenbanken kümmern und einen kurzen Überblick uns anschauen, was Datenbanken eigentlich genau sind. Wir werden jetzt hier in Programmieren 2 nicht zu sehr auf Datenbanken eingehen, denn dazu gibt es eine eigene Vorlesung, die Sie dann im nächsten Semester besuchen können. Ich möchte hier eben bloß nochmal darauf hinweisen, dass es wie beim Dateizugriff ähnliche Mechanismen bzw. ähnliche Frameworks gibt, mit denen man eben Objektgraphen direkt in Datenbanken übertragen kann oder beziehungsweise umgekehrt eben aus Datenbanken die gespeicherten Daten lesen kann und wieder zu Objektgraphen machen kann. Und das geht über sogenannte objektrelationale Mapper. Aber wir schauen uns erstmal an, was sind denn überhaupt Datenbanken? Diese wurden ursprünglich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt, um eben eine zusätzliche Schicht zwischen Betriebssystem und Anwendung zu haben, um damit eben weniger Code in den Applikationen selber zur Verwaltung von Dateien halten zu müssen. Also auch Datenbanken speichern intern sehr häufig einfach in Dateien rein. Das kriegen wir allerdings so als Nutzer von Datenbanken nicht mit. Es gibt eben zwei Datenbankentypen, die sich sehr durchgesetzt haben. Das sind einmal die relationalen Datenbanken, die gibt es schon seit über 40 Jahren. Und es gibt NoSQL-Datenbanken, die erst im letzten Jahrzehnt relativ groß geworden sind. Im Wesentlichen, da können wir gleich mal drauf einsteigen, was sind NoSQL-Datenbanken. Die verhalten sich wie Dictionaries. Die speichern also die Daten zu einem Objekt ab und auf diese Daten kann man dann über eine eindeutige ID wieder zugreifen. Üblicherweise speichert man zum Beispiel XML oder JSON direkt in diesen NoSQL-Datenbanken. Es könnten aber auch Objektdatenbanken sein oder Graphendatenbanken. All das würde in den Begriff NoSQL fallen. Diese NoSQL-Datenbanken werden immer häufiger eingesetzt. Es ist aber nicht immer optimal, einfach auf sie zu setzen. Es gibt bestimmte Dinge, die können sie richtig gut. Genau eben in dem Fall, wenn man relativ wenige Daten hat, auf die sehr von vielen Klienten gleichzeitig drauf zugegriffen wird. Genau dann machen diese NoSQL-Datenbanken meines Erachtens am meisten Sinn. Wenn man aber sehr viele Verknüpfungen zwischen Daten hat, dann eher nicht. Also man hat wohl am populärsten von diesen Datenbanken gehört, wenn es um den Begriff soziales Netzwerk gibt, weil soziale Netzwerke eben sehr häufig mit diesen NoSQL-Datenbanken abgebildet sind im Persistenz-Layer. Aber wie gesagt, wenn man sie einsetzt, sollte man auf jeden Fall wissen, was man macht. Die heutzutage immer noch gängigen relationalen Datenbanken, die es auch schon seit Ewigkeiten gibt, die haben intern eine ganz andere Struktur als NoSQL-Datenbanken. Das schauen wir uns jetzt auch mal etwas genauer an, wie das intern aussieht. Im Prinzip muss man sich eine relationale Datenbank vorstellen wie mehrere Tabellen. Also wir haben hier, ich zeichne hier mal mehrere Rechtecke, die jeweils eben eine Tabelle darstellen soll. Und eine Tabelle hat eben mehrere Spalten. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen gut zeichnen. Und wenn wir jetzt eben uns beispielsweise Kontakte hier festhalten wollen, dann könnten wir eben sagen, hier wäre die ID-Spalte und hier wäre Vorname und Nachname und so weiter und was weiß ich, Alter und so weiter. Also man gibt sozusagen den Spaltennamen vor, welches Datum sie enthalten sollen. Und dann könnte man eben loslegen. Der erste ist eben
ein gewisser Kenny Pflug und so weiter. Mit Alter 27 aktuell. Und dann könnte man hier eben in diese Spalten, ähnlich wie man es beispielsweise auch aus Excel gewohnt ist, sämtliche Informationen zum Herrn Kenny Pflug, den wir in unseren Kontakten festhalten wollen, eben eingeben. Der Punkt ist, das hier vorne ist ganz wichtig, das ist nämlich der sogenannte Primärschlüssel. Also ich kann hier nicht auf mit Umlauten schreiben, das heißt, deswegen schreibe ich es mal auf Englisch, das ist der sogenannte Primary Key oder auch Primärschlüssel eben auf Deutsch. Und diese Zahl ist in diesem Fall hier, muss eben eindeutig sein. Das heißt, es kann keinen anderen Eintrag, keine andere Zeile geben, wo eben die ID ebenfalls 1 ist. Dann sagt eben die Datenbank, das ist ein Integritätsfehler, sie dürfen diesen Datensatz nicht einfügen. Das heißt, innerhalb einer Tabelle hat jede Zeile eine eindeutige ID. Das muss nicht immer unbedingt ein Integerwert sein, das kann auch was ganz anderes sein, eine Global Unique Identifier, also eine GUID abgekürzt ist was Übliches, was man nimmt, oder man kann eben auch mehrere Spalten zu einem Primary Key zusammenfügen, auch das ist möglich. Üblicherweise nimmt man aber Integerwerte als ID, zumindest habe ich das in meiner Programmierkarriere immer so gemacht. Die können auch automatisch von der Datenbank generiert werden. Und das nächste ist eben, dass wenn wir beispielsweise die Tabelle Adressen noch hätten, und auch hier hätten wir eben wieder verschiedene Felder, und auch hier bräuchten wir natürlich eins, das eindeutig eine Adresse identifiziert, und das macht man eben üblicherweise wieder mit einer ID. Also wir könnten hier dann sagen 1 und hier irgendwie Universitätsstraße 31 in Regensburg. Ist jetzt etwas schief geworden, aber ich hoffe, es reicht. Dann könnten wir sozusagen hier, ich hoffe mal, ich kann, ja, das war falsch. Ich hoffe, ich kann diese Tabelle einigermaßen gut erweitern. So. Dann könnten wir hier sozusagen eine Adresse für diesen Kontakt angeben. Und der Punkt ist, hier wird jetzt auf ein Eintrag in einer anderen Tabelle verwiesen. Das heißt, wir haben, jetzt mache ich den Fall schon wieder falsch, Entschuldigung, so rum. Diese 1, die hier drin steht, die verweist eigentlich darauf, dass hier die Inhalte von der Tabelle Adressen mit verknüpft sind an diesen Kontakt. Und das hier ist eben der sogenannte Foreign Key, Fremdschlüssel auf Deutsch. Und das sagt eben, oder so kann man eben die verschiedenen Datensätze, die in diesen unterschiedlichen Tabellen innerhalb einer relationalen Datenbank gefunden werden können, so kann man die miteinander verknüpfen. Das heißt, es gibt sogenannte Foreign Keys in einer Tabelle, die zeigen eigentlich auf die Primary Keys einer anderen Tabelle, und damit ist eben die Information verknüpft, dass unser Herr Kenny Pflug eben als Adressangabe die Universitätsstraße 31 und so weiter hat. Ne? Man könnte sich eben vorstellen, dass man hier noch mehrere Kontakte drin hat, die vielleicht alle die Adresse an der Universitätsstraße 31 im Sammelgebäude haben, wenn man hier beispielsweise noch andere Professoren oder Studienmitglieder oder so ähnlich hätte. Das ist eben der Aufbau einer relationalen Datenbank, mal ganz grob skizziert. Und diese werden wir uns jetzt in den nächsten Videos genauer anschauen. Natürlich sehr knapp, wir gehen nicht zu groß rein. Es ist aber meines Erachtens wichtig, dass Sie zumindest mal gesehen haben, was ein sogenannter objektrelationaler Mapper ist. Denn der mappt nämlich Objekte, wie wir sie hier sehen. Ich kann es auch noch mal ein bisschen größer machen. Wenn wir einen Objektgraphen haben,
Und wir möchten eben, dass diese als in Tabellenform sozusagen überführt wird. Dann können wir eben einen sogenannten objektrelationalen Mapper einsetzen, der eben Objekte zu relationellen Daten für die Datenbank umsetzt. Und das Ganze geht natürlich auch noch in die andere Richtung, dass man eben sagt, okay, ich habe Daten in einer Datenbank, ich möchte die jetzt rausholen und dann wieder als Objektgraph nutzen. Wir werden sehen, die API ist relativ ähnlich wie bei eben Data Contract Serializer und XML Writer, XML Reader und Filestream, wie wir das eingesetzt haben. In den nächsten Videos schauen wir uns konkret an, wie das im Code aussieht. Wir werden dazu den ORM Entity Framework einsetzen. ORM ist die Abkürzung für Objektrelationaler Mapper. Ein anderes populäres Beispiel dafür wäre nHibernate. Das ist auch ein objektrelationaler Mapper, der in .NET sehr häufig eingesetzt wird. Ist eigentlich sogar die bessere Alternative noch, meines Erachtens, im Gegensatz zu Entity Framework. Der Punkt ist, dass Entity Framework so leicht ist, dass man wirklich den Code auf Anhieb verstehen kann, wenn man zumindest schon mal vorher Dateizugriffe gemacht hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!